Hallo, herzlich willkommen zur 164. Folge Let's Show Play Minecraft. Wir sind wieder hier in El Andalus, wie das Berberdorf, die Gegend hier jetzt heißt. Und ihr seht schon, ich habe hier weitergebaut. Nicht nur die Mühle ist jetzt fertig, sondern auch der Weg dahin und das Bauernhaus. Und zwar habe ich hier die Wege ähnlich gemacht wie in Caraba Tabana. Die Mühle kennen wir ja soweit schon und direkt daran schließt sich halt das Bauernhaus an. Das habt ihr ja schon gesehen. Hier rechts und links am Eingang schöne Blumenkästen an der Don Quixote Mühle und das Bauernhaus natürlich bewohnt und bewirtschaftet von dem guten Sancho Panza. Na, die Geschichte von den beiden hatte ich euch ja in der letzten Folge erzählt. Ja, hatte eher so ein bisschen allgemeinbildenden Schulfernsehcharakter die letzte Folge, aber kein Problem. Wenn es euch gefallen hat, schreibt das euch ruhig in die Kommentare. Dann können wir sowas mal öfter machen. Ja, schauen wir uns jetzt aber erstmal hier das Bauernhaus an. Na, dank der Blumenkästen geht man hier an der Tür gerne immer in die Luft, aber da haben wir hier oben eben die Schlafetage, die ihr ja schon kennt. Jetzt halt fertig ausgestattet hier. Fenster, Nachttische und ein Kleiderschrank. Na, hier Tür auf, Tür zu. Ist zwar nichts drin, außer Holz, aber Sancho Panza ist ja halt ein Bauer. No? Das Haus hier gestaltet einfach mit Birkenholz, also Birkenstämmen und Cobblestone. Und ihr seht also, wenn wir es uns nochmal von außen angucken. So, mal hier ein bisschen auf Höhe kommen, ne? Dass sich das hier so an die Windmühle anlehnt. Dann halt hier das Weizenfeld eingezäunt. Und ja, ich finde, das macht sich ganz gut so mit den Birkenstämmen und dem Cobblestone. Ist einfach mal eine Abwechslung. Ich hätte natürlich auch das normale Holz nehmen können oder die normalen Stämme nehmen können. Mit der Tür hier. So, ist ein bisschen tricky. Ja, dann haben wir hier den Ofen mit Schornstein, den hat man ja oben schon durchs Dach rausgucken sehen. Ein kleiner Dispenser mit Broten, da müsste ich noch einen Button draufsetzen. Haben wir jetzt nicht dabei. Okay. Hier einfach mal eine Klappe so als Zierde. Dann hier die Sitzecke, die obligatorische Kürbislaterne mit Pistons, den Tisch gemacht. Ja gut, Lautsprecherbox. Dann zwei kleine Truhen, einmal hier so mit Baumaterialien, ein bisschen zur Reserve und hier eben mit seinem Arbeitswerkzeug, ja, Iron Hoe, Stone Hoe, eine Pickaxe, okay, was er damit soll, eine normale Axt, eine Schere. Dann Eimer, um hier die Kühe zu melken, Eier werden hier gesammelt, Pilze, wenn welche dazukommen, da hat er hier also schon die Schalen dafür. Bisschen rohes Fleisch, bisschen Brot, so das Notwendigste und hier eben der Ausgang. Zur Arbeitsfläche haben wir auch noch mal eine Workbench und eben hier geht es dann auf das Feld. Hier werde ich mir wahrscheinlich noch Kürbisse und wenn die 1,8 dann bei mir einsatzbereit ist, wenn ich 1,8 einsetze, dann werde ich dann hier auch zusehen, dass ich hier Melonen anpflanze. Ja, Pilze dürften hier natürlich noch nichts bringen und ja, soweit dann hier das Getreidefeld. Mal sehen, was ich da noch mache, vielleicht hier so einen Gang in der Mitte rein, dass man das leichter abernten kann. Momentan muss ich halt hier komplett schleichen. Ja, das ist es hier erstmal soweit. Ich will heute einfach mal ein bisschen Steine klopfen, runtergehen in die Mine und die Minecart-Bahn mal nutzen, mal testen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dazu nehme ich hier das Minecart mit der Truhe mit. So, setze das erstmal wieder zusammen. Und habe also auch so jetzt das Material dabei, was ich brauche, nämlich Gleise, Power Rails, Redstone Torches, um das anzupowern und eben hier Holzstämme, um da die Pfeiler zu bauen. Eine frische Pickaxe, eine Schaufel. Und dann schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Dann
hier soll ja dann die Minecart-Strecke runterführen. Ups, da hatte ich ja hier schon die Steigung entsprechend angelegt. So, das hier eingesammelt. Die hier brauche ich auch erstmal nicht. Und kann hier eigentlich schon eins vorher ins Gefälle gehen. Das können wir mal hier gleich wegklopfen. Ah, Schönstein könnte man nehmen. So, dann will ich hier noch den Gravel und die Erde weghauen. Hier wird einfach mal alles ausgeräumt. Stimme ist wieder mal ein bisschen rau. So. Zack. Und. Ach ja, Schönstein. Sollte ich vielleicht doch mitnehmen, beziehungsweise mir machen. Denn. Das ist natürlich. Ja, okay, also Kommando zurück. Wir. Huch. Beschäftigen uns erstmal hier mit dem Creeper. So, und dann. Werden die Pläne doch mal kurz geändert. Ich schmeiß hier einfach ein bisschen Cobblestone rein. Noch ein bisschen mehr, bis der durchgebraten ist. Ja, mache ich einfach mal Pause, wollte ich sagen. So, der Cleanstone ist durchgelaufen. Dann können wir gleich mal, sehr schön, ist ja auch schon wieder Öl draußen, wenn ich durch die Tür kommen würde. Noch ein Creeper. Hat dir das Schicksal deines Kollegen nicht gereicht? War es dir kein warnendes Beispiel? Dann musst du so lernen. So, weiter geht's endlich hier an die Arbeit. Zap, 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 zap. So, und der hier kommt weg. Der hier. Upsassa. Huh, hat mir Gott sei Dank kaum was getan, der Bursche. Halla, wo kam der denn auf einmal her? Der muss hier über Nacht drin gespawnt sein. Okay, egal, sammeln wir den Krempel hier erstmal ein. Machen auch gleich mal ein bisschen Licht. Ah, okay, und dann können wir hier schon wieder anfangen aufzufüllen, denn ich brauche hier natürlich ein bisschen Fundament, damit ich die Minecart-Strecke hier runterziehen kann. So. Zack. Zack, zack. So, und das ist hier ja dann die untere Ebene. Ja, hier können wir auch mal über Erde laufen lassen. Haben ja genug von dem Zeug da. Hier sollte allerdings Felswand sein. So, haben wir hier fast den ganzen Schönstein schon verbraten. So, 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 da kommt dann nachher die Treppe hin und ich kann hier schon anfangen, etwas Gleise zu legen. Zack, 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 und hier machen wir so, da kommt eine Redstone-Fackel rein und dann das eine Powertrail drüber, na, damit die hier vor der Steigung das Minecart einfach nochmal einen schönen Schubs kriegt. So, packen wir das hier. Erde und zack, Powertrail, ist die an? Müsste sie. So. Haben wir es hier erstmal. So, wo komme ich denn hier am schnellsten in die Tiefe? Das ging, glaube ich, hier rum. Deswegen
werden wir uns hier erstmal den Weg freimeißeln, dass wir also hier möglichst früh auf Tiefe gehen, denn ich möchte natürlich runter bis auf die Ebene, wo man Diamanten findet und da dann richtig Stripe Mining machen, das heißt das System, was ihr schon aus der Mine an der Strandhütte kennt oder aus der Mine an der Färberei. Ja, dass wir da einen zentralen Breitengang haben, von dem schmale Seitengänge abzweigen, immer mit zwei Blöcken dazwischen, dass ich also da wirklich alles abdecke. So. Zack, 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 zack. Hier die Ebene rausgeklopft. Das gibt wieder jede Menge Cobblestone, den wir anderswo verbauen können. Ist jetzt zwar nicht so erfrischend und interessant zum Zuschauen, aber mit der Diamanthacke geht das ja hier relativ schnell. So. Hier noch ein bisschen Decke rausgeklopft. So. Fackel dahin. Und dann zack, zack. Zack, zack, zack. So, dann sollten wir hier eigentlich runterkommen. In diesen Abgang hinein. So. Ja, da muss jetzt hier erstmal eine Menge Material weg. Und ja, ich war die letzten Tage auch viel damit beschäftigt, die Sachen aus der Mitbauaktion zu integrieren. So, der hier kommt auch noch weg. Der hier kommt weg. Nämlich auch der weg. Und hier haben wir schon wieder ein Erdloch. Dann würde ich nämlich hier in die nächste Gefällestrecke gehen. Einfach Material rausgeholt. So, hier geht die Erde weg. Dass wir da runterkommen. Denn nach unten wollen wir ja. So, hau weg den. Oh. Upsala, hier ist es aber teilweise auch ganz schön dunkel. Ecken habe ich hier nicht unbedingt richtig alles ausgeleuchtet. Ja, hier geht es schön nach unten. Da geht es weiter vielleicht. Beziehungsweise da bohren wir uns dann einfach weiter. Und hier sehe ich zu, dass ich zack, zack, jawohl. Dann haben wir hier schon ein bisschen Eisenerz. Na ja, gut, noch kleinen Klecks. So, hier würde dann die Strecke so lang weitergehen und hier dann schon wieder rein ins Gefälle. Nicht zu dicht an der Wand lang, weil das in Ecken häufig das Minecart eben bremst. Da lasse ich mir noch einen Steg übrig für den Abstieg. Und hier geht es halt nochmal ins volle Material rein. Zack, hier Fackel an die Wand, müsste ich mir auch nochmal welche machen. So, und dann... Na komm schon, zack, zack. Da müssten wir noch weiter runterkommen hier. Na, irgendwann müssen wir da hier durch die Decke durchbrechen. Das müsste ja fast erstmal reichen. Hier kommt wieder Redstone-Fackel rein und
Ach komm, packen wir hier mal den letzten schönen Stein hin. Und das Ding drauf. Und da muss ich auch gleich, fast gleich jedenfalls, um die Ecke gehen. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen wegklopfen. So. Ah ja, und dann kann ich mich so lang gegen den Uhrzeigersinn, nee, mit dem Uhrzeigersinn hier runterschlängeln. So, zack und komm hier, zack. So, das können wir erstmal wieder beiseite packen. Das kommt dann nach der nächsten Steigung. So. So, den Weg baue ich mir dann parallel zur Minecart-Strecke mit Treppenstufen aus. So, niemand hat gesagt, dass das Leben in einer Mine ungefährlich ist. Na? Deswegen, zack, zack, zack. So. Hier klopfen wir auch mal diesen Steg raus ein bisschen. Ups. Das wäre jetzt natürlich eine Sache. So. Naja, hier Holzpfeiler müssen wir noch reinsetzen. Söderle. Und hier geht es dann nochmal richtig schön steil runter. Hier kommen wir richtig schön auf Tiefe. Und ja, hier wird es dann weitergehen. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Gravel abbauen. Material für Wege, für schöne lange Strecken, denn die Teile, die ich aus der Mitbauaktion hier eingebaut habe, sind bis jetzt die Sachen, die auf dem Let's Rock Minecraft Server entstanden sind und das, was InXFan 120 gemacht hat. Das habe ich bisher in die Welt integriert und ja, die Sachen müssen natürlich mit Wegen bzw. Minecart-Strecken natürlich auch noch angebunden werden. Na, da. So, zack, zack, da haben wir hier erstmal noch ein bisschen gesammelt. Zack, 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 zack. So, hier kommen wir halbwegs hoch, ja. Also, hier haben wir ja auch den Steg und hier geht's nicht lang. Ach, da. So, packe ich mir mal gleich hier die Gleise hin. Dann geht's nämlich hier. So, weiter runter. Machen wir immer so 3er, 4er, 5er Stufen. Na, nicht, dass ich das Minecart überfordere. So, zack, zack, zack. Hier, was weg muss, muss weg. Oh, wieder ein typischer Dutchman-Spruch. Wenn ich F3 drücke, könnte ich auch gleich F3 drücken. So, so, so. Und hier haben wir dann wieder eine Ecke, wo Redstone haben wir da, zack, nicht Kohle, sondern Redstone und ne. So. So. Und dann. Zack, schließen da die restlichen Gleise an. Hier geht es dann weiter um die Kurve. Freimachen. So. Und dann kann ich eigentlich hier schon wieder zur Schaufel greifen. Hier den ganzen Gravel wegholen. Ja, ich weiß, es ist dunkel.
bisschen Licht hin. So, meistens sind doch an solchen Gravelbergen immer noch. Na, war da nicht noch? Da war noch. Da haben wir Kohle, sehr schön. Die brauchen wir nämlich auch. Ich brauche nämlich hier noch Fackeln, um das alles auszuleuchten. So, mal sehen. Ah, schön, da steckt ja einiges wieder. Okay, nicht allzu viel, aber doch ein bisschen was. Dahinter ein paar Stücke haben wir da rausgeholt. So, und dann ging es nämlich die nächste Strecke hier lang runter. Ja, ich habe hier eine gerade, dann kann ich nämlich hier schon ins Gefälle gehen. So. So, Hals verschleimt heute leider wieder mal gerne. Deswegen räuspere ich mich so ausführlich. Licht hin. Und eigentlich hat man doch immer bei solchen Erd- oder Gravelklumpen unter Tage etwas Kohle in der Nähe oder Eisen. Deswegen hole ich hier mal den ganzen Krempel raus. Aha, ich höre einen Zombie. Ja, den müsstet ihr jetzt auch gehört haben. So, machen wir uns mal aus dem Rest Kohle, den wir hier haben, Fackeln. Und dann horchen wir mal weiter. Vielleicht treffen wir den Kollegen ja. Und vielleicht ist er nicht alleine. Vielleicht ist er ja ein Spawner in der Nähe. Das wäre ja nochmal was. Auf jeden Fall haben wir hier Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Um nämlich weiteres Licht in die Angelegenheit zu bringen, brauche ich Fackeln. Und dafür brauche ich Kohle. So, so, so. Haben wir das hier rausgeholt? Ach ja, wie ich nach oben komme, das finde ich später raus. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wo der Bursche ist. Also hier unten auf der Höhe irgendwo, würde ich sagen. Der Lautstärke nach. Denn sonst lässt sich hier nirgends was blicken. Nö, hier ist Ruhe. Ja, hier hört man wieder was. Dann würde ich mal sagen, ups. Der war jetzt aber nahe. Ich höre auch Wasser plätschern. Es hört sich so an, als ob ich auf dem richtigen Weg wäre. Okay, und ich bin schon voll. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, erstmal wieder den Weg nach oben sich zu bahnen. Genau, hier. Hier war es doch. Deswegen zack. Und dann können wir nämlich gleich mal ausprobieren,
So, so, so und auch hier könnten wir noch ein bisschen Licht hinmachen. Wäre ja nicht verkehrt, oder? So, die ist ja schon. So, dann setze ich nämlich hier mal Vladel. Das Minecart hin. Zack. Und kann jetzt hier die Kiste beladen. Na, mit Erde. Das Schießpulver. Die Kohle behalte ich. Die brauche ich natürlich hier unten. Aber den Gravel, jede Menge Cobblestone, die Eisenerze, die ich hier schon habe, können weg. So. Ein bisschen Erde packe ich hier schon noch rein. Na, das heißt, die kann ich auch erstmal noch dabei haben. Und ja, mit dem Schubs kommt das Ganze dann hier auf die. Ist die angefeuert? Ja, sieht so aus. Auf die angefeuerte Schiene und wird dann hoffentlich nach oben getragen, während ich mich jetzt hier nochmal nach unten begebe. Denn ich möchte ja schon gerne herausfinden. Ja, Kollege, da hört man wieder. Okay. Ja, hier ist er jetzt wirklich nahe zu hören. Okay, ich höre jetzt auf der linken Seite und genau dafür habe ich mir nämlich Ja, Kollege, ich höre dich nur. Wo bist du? Das erinnert mich irgendwie an die vergebliche Zombiejagd. Die war, weiß ich nicht mehr, welche Folge das war. Fall. So, ich höre ihn immer noch auf der linken Seite. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er über mir oder unter mir ist. Aber schon mal lauter. Jetzt ist er nicht mehr zu hören. Oder er ist vom Wasser weggeschwommen. Ah, okay. Jetzt hat mich aber das Jagdfieber gepackt. Gehen wir mal hier in die Richtung nochmal weiter. Ja, also ich habe ihn jetzt eindeutig auf der linken Seite und zwar ziemlich nahe. Also. Was ist das denn?
die Möglichkeit kriegen wir, diesen Zombie nicht zu fassen. Vor allen Dingen das Wasser, wo er drin rumplätschert. Aber als Ausgleich finden wir hier einfach mal ein bisschen Eisen. Ist ja auch schön. Schön und gut. Ja, er ist jetzt wieder leiser. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er sich rumtreibt. Sehr schön, hier mal wieder Kohle. Ich bin mal gespannt, ob ich nachher das Minecart wieder finde. Jetzt ich, der da so geröchelt hat. Ja, also irgendwie. Bloß, wo steckt der Bursche? Ja, hier habe ich ihn wieder ganz laut. Klasse, als ob er direkt um Ohr sitzen würde. Schauen wir mal in die Richtung weiter. Leiser. Aber er ist immer noch da. Wo steckt der? Na, hier ist er jetzt aber leise. Wo steckt der Bursche? Ah ja, da oben haben wir die Gleise. Dann nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit, das Minecart weiter zu beladen. So. Zack. Bisschen Dirt haben wir hier unten noch dabei. Wo steckst du? Wieder, aber auf der rechten Seite jetzt irgendwie muss er doch. Hört er sich aber ziemlich weit weg an. Und hier hört er sich wesentlich näher an. Also irgendwie muss ich da jetzt in der richtigen Richtung unterwegs sein. Plätschert und plätschert. Aber. Okay. Das Wasser ist jetzt auch deutlicher zu hören. Sollte ich mich mehr nach dem Wasser orientieren. Also nach dem Geräusch vom Wasser. Ich suche mal jetzt einfach hier ein bisschen in die Richtung weiter.
aber kaum was zu hören. Also, entschuldigt, aber... Ach. Da haben wir sie ja schon. Mal sehen, ob ich jetzt die Richtung richtig habe. Ach, ey, so knapp war's. Da haben wir das Wasser. Wo das Wasser ist, sollten die Kollegen von der röchelnden Fraktion nicht allzu weit sein. Ja. Hat auch gleich einen Kollegen mitgebracht. Okay. So. Na schön, haben wir die Kollegen also gefunden. Und jetzt ist auch Ruhe. Dann wollen wir mal schauen, was die Höhle hier noch bereithält. Ich weiß mir hier mal den Weg außen lang, damit ich nicht durchs Wasser muss. Wie heißt es so schön? Alles Gute kommt von oben. Arbeiten wir uns mal zur Quelle vor. Und dann machen wir den Laden da einfach mal dicht. Ja, doch vielversprechend aus, wo wir hier lang geführt werden. Haben wir wieder mal eine interessante Höhle entdeckt. So. Die Kohle holen wir uns nachher raus. Wenn wir hier die Quelle verstopft haben. Ich denke, zack. Das war das. Okay, so, dann können wir hier getrost abbauen, mitnehmen. Und dann ist es, denke ich, auch an der Zeit, diese Folge zu beenden. Na, dann werden wir noch testen, ob das Minecart nach oben kommt. Und dann werden wir bei Gelegenheit beim nächsten Mal, vielleicht mache ich es auch offscreen, dass ich dann hier die Strecke weiterbaue. Es gibt ja noch genug andere Sachen, wo wir jetzt, ich sag mal, im Video weitermachen können. Ach, Mensch, was haben wir denn hier? Das sieht ja auch schon mal so aus. Ach so, das ist ja der... Genau, die Stelle, wo ich hier runter bin. Zack, können wir gleich hier auch noch wegklopfen. Da oben haben wir noch Kohle. Ja, Schlussverkauf hier, alles muss raus. Zack, noch Fackel hin. Und zack. Och, ein schöner Flöz ist das hier mit der Kohle. Ist doch mal ergiebig. So, und jetzt muss ich nur noch sehen, dass wir den Weg wieder finden zum Minecart. Das sieht mir, genau, hier sind wir ja runtergeplumpst. Hier war das Wasser. Zack, zack, zack. Und irgendwie müssen wir doch hier sowas irgendwie in die Richtung... Ach ja, jetzt rächen sich die ganzen Suchgänge, die ich hier gegraben habe. Aber... Hubbelihupf. Genau, hier haben wir die Stelle... Ja. Wo ich nach oben komme. So. So.
Bisschen zickzack. So, dann kriegen wir das Minecart hier auch voll. Denke ich mal, da können wir noch gut was reinpacken. Zack, die Kohle. Hier noch Cobblestone. Das Eisenerz. So, und dann geben wir ihm einfach mal einen Schubs und dann sollte es. Na okay, dann müssen wir hier mal noch selber mit Hand anlegen. Okay, das scheint also nicht zu reichen. Oh. Das Ding da jetzt wegzukriegen wird schwierig. Vor allen Dingen, ich kann mir jetzt nicht. Man bräuchte also zwei Booster, damit man hier hochkommt. Oder eben zwischendurch noch weitere. Dann ist es ja soweit schon mal gut, dass ich hier zack mir immer einen Platz gelassen habe. So, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das Minecart da hoch? Zack, so kann ich Schienen runterlegen. So, und zack, bisschen Cobblestone hole ich mir mal da raus. Dann kann ich nämlich das hier runterpacken. Dann ist das Ding schon mal unterfüttert. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier. Nee. Das heißt, ich muss es schieben. Ja, und jetzt kriegt es Schub, aber noch nicht genug. Aber ich krieg's halt dann die letzten Stufen. Das ist jetzt eine Sache des Timings, das da hochzukriegen. So, und schwupp. Upsassa. Ach ja. Da müssen wir also an den Steigungen auch nochmal Redstone drunter setzen. So, den Rest schafft es jetzt aber von alleine. Okay, gut. Wir werden also noch ein paar Booster Rails brauchen. Aber soweit das Konzept funktioniert. Ich hole mir jetzt hier noch ein paar Sachen raus. Kohle, Gravel, Flint, zack, Pulver. Zack, 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 zack. Entladen wir das Ding hier mal. Jedenfalls die erste Ladung. So. Zack, zack, zack. Und Erde und Kobbelstein hauen wir hier rein, genauso wie den Gravel. Den ganzen Abraum, halt das Erz. Boom. Na. Wer wagt es? Heckenschütze. Ein hektischer. So, okay. Ja, hatten wir doch noch mal so eine kleine Auseinandersetzung dabei. Können wir jetzt auch beruhigt schlafen gehen und die Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was wir da machen werden, weiß ich allerdings noch nicht so genau. Lasst euch überraschen, ich werde auch überrascht sein. Bis dahin, adieu mit Ö.